Harry sagt Hallo und guten Tag. Der zweite Tag im Krankenhaus. Ja, nein, das ist nicht mein Bett. Das ist nicht mein Bett. So sieht mein Bett aus. Ja, ich bin gerade befreit worden vom Tropf. Also das heißt, ich muss höchstwahrscheinlich jetzt nicht mehr an den Tropf, außer wenn es Medikamente oder Antibiotika gibt. Fangen wir an bei der gestrigen Nacht. Die gestrige Nacht, die war katastrophal. Warm, kalt, Fieber, Schüttelfrost, Erbrechen, Unwohlsein, Schwitzen. Also alles, was man eben so nicht braucht, das war gestern Nacht. Heute Morgen ging es mir gut. Bei der Visite der Doktor kam, ist ein deutscher Arzt hier, der Dr. Sterzig. Der hat mir erklärt, wie das Ganze jetzt ablaufen sollte, dass ich noch einen Tag hierbleiben sollte. Das bedeutet, die Entzündungswerte im Blut, die waren etwas höher, die man heute Morgen festgestellt hat. Heute Morgen wurde Blut abgenommen. Aber das ist normal, sagt er, das steigert sich und fällt dann. Also wenn morgen die Entzündungswerte niedriger sind wie heute, dann kann ich gehen. Wenn ich fieberfrei bin, kann ich gehen. Und ja, wenn ich mich wohlfühle. Also er hat aber gesagt, noch einen Tag hier bleiben. Und dann sind auch die Werte vom Urin, die legen da so eine Kultur an und dann wissen die auch genau nach dem Bakterium, was da ist. Diese Nierenbeckenentzündung ist ja eine aufsteigende oder Resultat einer aufsteigenden Harnwegsinfektion. Die hatte ich ja vorher. Und ja, dann ist es eben so gekommen, wie es in vielen Fällen so kommt. Also, dann werde ich das auch genauso machen, wie er gesagt hat. Ich werde bis morgen bleiben und bin jetzt richtig froh, dass ich mal ein bisschen rumlaufen kann. Ich schaue auch mal nach außen. Ich zeige euch auch mal, wie das hier aussieht. Das ist also alles jetzt nicht der Luxus, aber es ist auch kein Hotel. Es ist ja alles nur zweckmäßig eine schöne, saubere Dusche. Also alles in Ordnung. Nicht Luxus, aber das brauchen wir auch nicht. Zimmer 403 und ich zeige euch mal, wie es außen aussieht. Ja, das sind nicht viele Zimmer hier auf dem Gang. Ich muss ja aufpassen, dass ich hier niemandem im Wege bin. Man hat mir gerade wieder den Geigen hier gebracht, aber ohne die Apparatur. Und da bin ich auch froh drum. Ich habe das Zimmer nicht zur Straße. Nach hinten raus ist auch nicht ruhiger, da ist die Klimaanlage. So, was wollte ich noch sagen? Ja, auf jeden Fall, die Betreuung hier ist sehr gut. Es gibt hier überhaupt nichts zu bemängeln. Aber ich sage, das ist kein Hotelaufenthalt. Und ich sehne mich so nach meinem Strand, zum Strand von Maspalomas. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber sowas braucht kein Mensch. Aber jetzt habe ich auch das erste Mal wieder Appetit. Das heißt, auf eine Stulle, wie man so schön sagt, auf eine Salamistulle oder eine Käsestulle. Und ja, das werde ich organisieren, dass das dann auch hier ein Bier dazu. Nein, 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 natürlich nicht. Das ist selbstverständlich nicht. Ich bin ja schon mal froh, dass ich Wasser drin behalten habe. Auch das ist nicht selbstverständlich, dass man Wasser drin behält. Das kann ich euch sagen. Aber ansonsten muss ich jetzt hier großes Lob aussprechen. Sowohl an die Mitarbeiter hier und die Putzfrau, die meinen verschütteten Kaffee heute Morgen hier aufwischen musste. Und der Arzt, der sehr, sehr viel Mühe gibt und, also ich sag mal, sich gut um die Patienten, jedenfalls um mich, gekümmert hat. Wenn ich hier ein bisschen ziellos durch die Gegend laufe, dann hat das nur damit zu tun, dass ich mich ein bisschen bewege. Und hier euch mal ein bisschen was zeigen möchte. Hola. Buenas tardes. So, hier sind auch einige Wanderer unterwegs, die dann so ein bisschen hin und her laufen. Ja, kein Luxus, aber es ist ausreichend. Und ich möchte mich jetzt erstmal recht herzlich bedanken an die große Anteilnahme. Das ist ja spitze, hätte ich ja nie gedacht. Also ich bin ja so überrascht oder überwältigt, dass ich das gar nicht glauben kann. Das ist unvorstellbar. Mir fehlen da die Worte.
Und da werde ich noch lange, lange, lange drüber nachdenken und grübeln, wie sowas überhaupt möglich ist. Also recht herzlichen Dank für eure große Anteilnahme, für die ganz netten Wünsche, für die Genesungswünsche und für alles, was ihr da auf den Weg gegeben habt. Das war Spitze, wie man so schön sagt. So, ich bin jetzt hier seit 5 Minuten unterwegs und bin nicht froh, dass ich mich ins Bett legen kann. Aber ich sage nochmals recht herzlichen Dank an alle und ich hoffe, dass ich mich morgen dann wieder von anderer Stelle melden kann. Und jetzt kommt meine Salamistulle. Hasta luego.